wir dürfen endlich mal mitdiskutieren, was in der Politik und in der Kommune abgeht. Ich finde Pimp Your Town super und aufgrund dessen, dass es Schülerinnen und Schülern in dem kurz vor dem Wahlalter die Möglichkeit gibt, auch in Politik reinzuschauen. Man darf halt entscheiden, was man halt so hier so macht, also wie man seine Stadt hier so verbessern kann. Dass Jugendliche mal Ratsarbeit kennenlernen, Politik, Kommunalpolitik kennenlernen, dass sie selbst sich überlegen, was kann man für Anträge stellen, was kann man für die Stadt tun. Ist in den letzten Tagen wurden wir von verschiedenen Politikern besucht. Wir wurden auch halt natürlich auch befragt, wie wir das Ganze finden und was sie natürlich auch persönlich an der Stadt verändern würden. Das Projekt ist ja, dass hier eine normale politische Arbeit in einer Kommune nachgebildet wird. Und das fängt ja mit den Fraktionssitzungen an, geht dann über die Ausschüsse bis in die Ratssitzung. Und damit lernen dann die Schülerinnen und Schüler auch die Entscheidungsprozesse in einer Stadt kennen. Durch ein Spiel, durch ein Rollenspiel im Grunde Politik begreifbar zu machen. Und das ist viel sinnvoller, drei Tage oder zwei Tage so drauf zu verwenden, als viele einzelne Stunden im Unterricht, von denen man letztlich aber auch gar nichts versteht. Wichtig finde ich einfach mal, dass man junge Leute über diese Schiene an die Politik heranbringt. Ja, Jugend ist die Zukunft. Also ich denke mal, was wollen wir, die Männer sagen immer, was wollen wir alten Säcke sozusagen über die Zukunft der Jugend entscheiden? Wenn wir weiterhin auch, ich sag mal, Leute haben wollen, die sich engagieren, dann ist das der erste Schritt. Dass die Politik von den Schülerinnen und Schülern lernen. Auch solche Ideen, denke ich einfach mal, kommen die Politiker vielleicht gar nicht, was von den jungen Leuten kommt. Denn mit der Zukunft, wie heißt das so schön, kann man nur, mit der Jugend kann man nur die Zukunft gewinnen. Ich glaube, wir können beide voneinander lernen. Ich habe heute auch wieder einiges gelernt und nehme mir auch einiges mit. Dass Jung und Alt auch diskutiert und auch Dinge erörtert und dann auch gemeinsam was gestaltet. Schüler konnten von der Kommunalpolitik lernen, dass es nicht so einfach ist, Themen mit drei Sätzen zu erklären. Aber wenn der eine oder andere sich dann mal daran erinnert, dass Politik auch durchaus eine gute Sache sein kann, dies mitmachen, das mitgestalten. Und deshalb denke ich, ist das grundsätzlich eine sehr gute Sache. Ich finde das Pimp Your Town gut. Gut, dass das ins Leben gerufen worden ist und sollte jedes Jahr immer wieder neu wiederholt werden.